Laut einem Medienbericht erhielt Boris Becker den ersten Werbevertrag in seinem neuen Leben für einen Online-Anbieter von Windows.his. Auftritt vor Ort verursacht gemischte Reaktionen. März während des Sportschau. Der ehemalige Athlet beweist eine Menge Selbstironie im Clip und wirft falsche Banknoten aus einem Fenster in einer Villa. Wirf dein Geld nicht aus dem Fenster, sollte Becker gleichzeitig sagen. Er würde nicht nur für das Unternehmen, sondern auch auf seine eigene Vergangenheit anspielen. Haftstrafe in England. Ende April 2022 in England. Wurde jedoch Ende des Jahres freigelassen und reiste nach Deutschland. Geld ist und war mir wichtig. Aber der Ort ist natürlich Satire und Selbstironie, erklärt Becker jetzt die BAMS. Für ihn ist die Zusammenarbeit mit dem Anbieter der erste Deal in meinem neuen Leben. Warum hat er den Punkt gedreht? Es ist richtig, dass ich Geld aus dem Fenster geworfen habe. Aber dann mit auf die Schaufel zu nehmen, um der jüngeren Generation zu empfehlen, es mir nicht nachzuahmen. Alle, insbesondere die Gläubiger, denen der Tennisstar immer noch Geld schuldet, sind über den neuen Werbespot empört. Peinliche Werbung. Wenn Becker zumindest die Gebühr für seine Schulden nutzen würde, hätte diese peinliche Aktion mindestens einen guten Grund. Bisher war Becker nur in seiner eigenen Tasche. Und er möchte ein Vorbild für jüngere Menschen und geben ihnen Geldtipps. Musk-Erin ist 3 Jahre älter als Becker und war damals auch Tennisprofi. Die Verbindung der beiden dauerte nicht lange. Beckers legendärste Werbung stammt aus dem Jahr 1999. Sein "Ich bin schon da drin oder was?" Anführungszeichen.